Flenkert. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Auch in diesen Zeiten müssen Strom und Gas bezahlbar bleiben. Deshalb ist ein preiswertes Grundkontingent für Strom und Gas nach Haushaltsgröße notwendig. Bei Strom kostet die Kilowattstunde maximal 30, bei Gas maximal 8 Cent. Und wir brauchen eine monatliche Inflationspauschale von 75 Euro je Haushalt plus 50 Euro je Person im Haushalt vom Staat gezahlt. Das fordert die Linke. Das wäre ein guter Weg durch den Winter. Jetzt hat die Ampel Einmalzahlung von nur 300 Euro veranlasst, hat eine Preisgrenze von 40 Cent bei Strom und 12 Cent bei Gas festgeschrieben, aber nur für 80% des bisherigen persönlichen Verbrauches. Das reicht nicht. Wer viel verdient, viel Strom und Gas verbraucht, hat die Mittel, leicht 20% Energie einzusparen und bekommt dafür dann die Gesamtenergie zum Festpreis. Arme Familien dagegen mussten schon immer Energie sparen und haben heute mehr denn je nicht das Geld, sparsamere Technik zu kaufen. Die müssen dann mehr zahlen. Das ist unsozial. Schamlos nutzen Konzerne und Spekulanten jede Gelegenheit, Preise und Profite hochzutreiben. RWE machte allein im ersten Halbjahr den 2,5-fachen Gewinn des kompletten Vorjahres. Shell steigerte den Halbjahresgewinn von 5,5 auf 12 Milliarden Euro. Über 50 Milliarden Euro Sondergewinne fielen in Deutschland bis heute an. Diese Gewinne will die Linke abschöpfen. Für die Finanzierung der Hilfen für Bürgerinnen und Bürger, für produzierende Unternehmen, für Handwerk, für Hochschulen und für Krankenhäuser. Aber diese Ampel schöpft nur kümmerliche 3 Milliarden ab bei 50 Milliarden Extraprofiten. Die Ampel kuscht vor Aktionärinnen und Aktionären, und das ist ein falsches Signal. Strom, Gas, Wärme sind unverzichtbare Daseinsvorsorge. Daseinsvorsorge muss der Gesellschaft gehören. Das fordert die Linke. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Ingrid